Okay, pass auf. Wie nennt man einen schwarzen Piloten? Schwarzfahrer. Pilot. Ihr kleinen Rassisten. Wie trägt man einen Elefant mit zwei Händen? Es gibt keinen Elefant mit zwei Händen. Fragt der Polizist einen Typ, den er angehalten hat bei der Kontrolle. Wie ist Ihr Name? Sagt der Typ. Der ist lang. Sagt der Polizist, ja, buchstabieren Sie mal bitte. Sagt der Typ. L-A-N-G. Wie nennt man eine türkische Kuh auf einem Fahrrad? Murat. Komm. Sind zwei blinde Frauen beim Duschen? Fragt die eine die andere, ey, wieso hast du so viele Pickel auf dem Arsch? Sagt die andere, das sind die Preise. Was? Das sind die Preise in Punkteschrift. Warum verläuft sich ein Henker immer auf dem Heimweg? Weil er nur die Hinrichtung im Kopf hatte. Ein Typ sieht eine Frau von hinten, die sehr schön gebaut ist. Ja? Sie hat einen Prachthintern, sagen wir mal. Dann fängt er an, ihr hinterher zu laufen, ja? Circa 30 Minuten. Irgendwann dreht sich die Frau um, weil sie es bemerkt, und fragt ihn, hören Sie mal, warum laufen Sie mir hinterher? Sagt der Typ, jetzt wo ich Ihr Gesicht sehe, frage ich mich das auch. Sagt der Richter zum Angeklagten, nun sagen Sie mir endlich die Wahrheit, was ist an dem Abend passiert? Sagt er, ey, es hat geschneit, es war voll glatt und ich bin mit dem Auto einfach von der Fahrbahn gekommen und dann ist es einfach passiert. Sagt der Richter, hören Sie mal, wir haben Sommer, es gibt keinen Schnee, erzählen Sie nichts. Sagen Sie mir bitte die Wahrheit. Sagt er, okay, es hat halt geregnet, ja, und überall war Laub und Blätter und ich konnte nichts mehr sehen und dann habe ich mit dem Wagen einfach Scheiße gebaut. Sagt der Richter, hören Sie mal, es war kein Herbst, es war Sommer, sagen Sie endlich die Wahrheit. Sagt der Angeklagte. Ich habe die zwei Dreckstürken gesehen und dann habe ich mir gedacht, ey, ich mache die jetzt platt, bin einfach auf die drauf, ja. Der eine ist in die Windschutzscheibe geflogen, den anderen habe ich in eine Wohnung reingefahren. Sagt der Richter, perfekt, jetzt kriegen wir den einen wegen Hausfriedensbruch und den anderen wegen Sachbeschädigung.